Okay, dann ist es jetzt 18:31 Uhr und ich starte einfach mal. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Femtalk in diesem Jahr. Der Femtalk, also die Veranstaltung, die ihr jetzt gerade besucht, findet in Kooperation mit der Auslandsgesellschaft und dem AStA der TU Dortmund statt. Die Veranstaltung wird von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Aufgrund des anhaltenden Pandemiegeschehens haben wir uns dazu entschieden, noch einmal auf das Privileg einer stabilen Internetverbindung, toi toi toi, zurückzugreifen. Und für euch zur Erinnerung, die Veranstaltung findet bis ungefähr 20 Uhr statt. Ich hoffe, dass wir es in den nächsten 90 Minuten schaffen, diesem doch sehr breit gefächerten Thema gerecht zu werden. Kurz zu mir, mein Name ist Jemai Spieker, ich bin 24, Psychologiestudentin, Dortmunderin und mir gebührt heute Abend das zweite Mal die Ehre, diese Veranstaltungsreihe zu moderieren. Herzlichen Dank dafür. Heute Abend widmen wir uns einem schwierigen und in der Öffentlichkeit oft tabuisierten und bagatellisierten Themenfeld. Wir sprechen über Gewalt an Frauen. Einer der inhaltlichen Schwerpunkte liegt auf jeden Fall auf Feminiziden in Deutschland, also dem Töten von Frauen aufgrund patriarchaler und misogyner Gesellschaftsstrukturen. Weiter werden wir über das Rechtssystem sprechen und seinen Umgang mit TäterInnen und Opfern von sexualisierter Gewalt. Wir werden außerdem über mögliche Lösungsstrategien sprechen. Ich erzähle euch das alles deshalb, weil diese Inhalte möglicherweise belastend wirken können. Um eine qualitative Auseinandersetzung mit diesem Thema zu ermöglichen, braucht es auf jeden Fall fachkompetente GesprächspartnerInnen. Und deswegen bin ich super froh, euch und Ihnen heute unseren Rednerinnenkreis vorstellen zu dürfen. Gemeinsam mit Christina Klemm, Sophia Seiler, Elaida Pinelo und Hannah Beek wollen wir uns heute diesem zweiten Femtalk widmen und uns einfach diesem Themenfeld. Genau. Und an dieser Stelle noch einmal eine Triggerwarnung. Diese Inhalte können sehr belastend sein und möglicherweise eine retraumatisierende Wirkung haben. Ihr habt nach diesem Femtalk die Möglichkeit, die Veranstaltung auf sämtlichen Online-Plattformen wie YouTube, aber auch Instagram oder zum Beispiel auch Spotify zu schauen und zu hören, falls ihr euch diesem Thema in eurem eigenen Tempo widmen möchtet. Also noch einmal, die TeilnehmerInnen sind Christina Klemm, Sophia Seiler, Elaida Pinelo und Hannah Beek und ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch vorzustellen. Gerne könnt ihr uns euren Zugang bzw. eure Arbeit rund um das Themenfeld Gewalt an Frauen näher bringen. Und ich würde vorschlagen, Christina, fang du doch einfach mal an. Okay, ich fange hier an, weil ich absolut die Älteste in der Runde bin. Genau, mein Name ist Christina Klemm. Ich bin Rechtsanwältin. Ich bin Fachanwältin für Familienrecht und Fachanwältin für Strafrecht. Ich bin das auch schon seit über 25 Jahren. Und genau, ich bin in Berlin tätig in einem Büro mit fünf anderen Frauen zusammen. Mein Schwerpunkt ist tatsächlich vieles. Jetzt komme ich gerade ein bisschen durcheinander. Ich bin auch Strafverteidigerin, aber nur bei sehr ausgewählten Deliktsfeldern. Ansonsten vertrete ich sehr viele Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt, sexualisierter Gewalt, LGBTIQ-feindlicher Gewalt, rassistisch motivierter, rechtsextrem motivierter Gewalt und ansonsten menschenverachtender Gewalt. Weil ich auch Fachanwältin für Familienrecht bin, vertrete ich sehr viele Frauen aus Frauenhäusern. Da ist ja dann häufig oder die Zuflucht in Frauenhäusern oder Schutzwohnungen gesucht haben, weil es da häufig um beide Rechtsgebiete geht. Erstmal, also diese Schnittstelle, da vertrete ich sehr viele Betroffene und ich vertrete auch tatsächlich immer wieder Angehörige von ja, von Femizidopfern, also von Frauen, die getötet worden sind, dann später die juristische Aufarbeitung in dem Gerichtssaal. Ich bin keine Wissenschaftlerin, sondern ich bin so eine echte Praktikerin, die eigentlich jeden Tag im Gericht ist, und mit vielen, vielen Menschen, zu tun hat, viele Menschen, die betroffen sind von dieser Gewalt.
Ich finde das sehr wichtig, hier eine Triggerwarnung auszusprechen. Und gleichzeitig finde ich, dass eines der großen Probleme ist, dass wir darüber sprechen müssen. So, und dass wir das nämlich genau aus diesem Tabu herausholen und endlich wirklich in einem viel größeren Rahmen über geschlechtsspezifische Gewalt endlich sprechen, weil diese Gewalt ist ja andauernd vorhanden. Ich habe auch deswegen, das auch noch mal kurz zu mir, weil ich das Gefühl habe, dass wir das viel sprechbarer machen müssen, habe ich letztes Jahr ein Buch, also nicht geschrieben, das habe ich schon viel länger geschrieben, aber veröffentlicht dann endlich. Und dieses Buch heißt Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt und handelt von eben immer irgendwelchen Gewalttätigkeiten gegenüber Frauen, aber nicht nur im sozialen Nahraum. Auch das finde ich wichtig. Wir reden jetzt sehr häufig nur noch über den sozialen Nahraum, was gut und richtig ist, denn da kommt die Gewalt am häufigsten vor. Aber es gibt eben Gewalt gegen Frauen in allen Bereichen und das darf man auch nicht vergessen oder genau oder gar nicht mehr darüber sprechen. Vielleicht soweit zu mir. Das war's erstmal. Alles klar, vielen Dank. Sophia, möchtest du weitermachen? Sorry. Ja, also ich heiße Sophia und ich studiere angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften und Journalistik an der TU Dortmund. Deswegen bin ich aber nicht hier. Ich bin vor allem hier, weil ich auch einen Instagram-Account habe, der heißt Die Millennial. Und da mache ich feministischen Content. Also ich mache so ein bisschen Bildungsarbeit, mache auch persönliche Sachen, aber eben habe vor allem diesen journalistischen und ja, feministischen Zugang, den ich ursprünglich gegründet habe, weil ich mir eben auch dachte, irgendwie, boah, diese ganze feministische Theorie und sowas, die gibt es in den akademischen Kreisen schon seit Jahrzehnten, aber irgendwie ist ja super unzugänglich für alle anderen, die nicht das Gleiche studiert haben wie ich oder Ähnliches. Und ich versuche das so ein bisschen auf Social-Media-Formate runterzubrechen. Und ich glaube, es funktioniert ganz gut. Ja, und ja, zu dem Thema, warum interessiert mich das Thema? Ich glaube, bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich schon irgendwie auch übers Internet tatsächlich irgendwie so Zugang zu so feministischen Ideen und so bekommen und habe dann dementsprechend auch mein Studium ausgewählt. Und klar, da gehören Femizide oder Feminizide einfach leider Gottes mit dazu, als irgendwie ja, Ausdruck von patriarchaler Gewalt. Und deswegen taucht das natürlich auch als Thema auf meinem Kanal auf. Alles klar, vielen Dank. Dann, Leda, möchtest du vielleicht weitermachen? Ja, hallo, ich bin Aleida und ich bin Mexikanerin und daher ich kenne mich gut mit dem Thema Feminizid, die in Mexiko schon seit den 90er Jahren ein Thema geworden ist, besonders in 2006, wenn es gab eine neue Rechte und jetzt ist es in den Strafrechtbuch eingesetzt und ich beschäftige mich mit dem Thema Feminizid generell seitdem und jetzt ich promoviere mich um das Thema Feminizid in Deutschland an der Universität Turku in Finnland und ich bin auch Mitgründerin des Feminizid Map Projekt. Das ist ein Projekt über Dokumentation von Feminiziden in Deutschland. Wir haben es angefangen in 2008. Und ja, das ist meine Sorte Aktivismus, aber ich mache viel Forschung um das Thema Feminizid, im Besonderen den Begriffe-Ebene und klein ein bisschen die Policy-Ebene oder so. Ja. Und ich freue mich, hier zu sein und als die Teilnehmer hören kann. Deutsch ist nicht meine Sprache, so ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld. Danke. Wir haben auf jeden Fall alles verstanden. Dankeschön, Leda. Möchtest du vielleicht weitermachen, Hanna? Hallo, ich bin Hanna. Ich bin auch Teil vom Projekt Feminizid Map. Nämlich an Leda, als sie angefangen hat, das zu konzipieren. 2018 hat sie mich kontaktiert und wir haben uns zusammengesetzt und ab 2019 war ich dann voll dabei
Und ja, deswegen ist dieses Thema, hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe mich dann auch theoretisch immer weiter da reingedacht, weil ich habe auch, ich komme so aus den Sozialwissenschaften, habe dann Lateinamerika-Studien studiert im Master, bin fast fertig. Nächsten Monat gebe ich meine Masterarbeit ab zum Thema mediales Framing von Feminiziden in Deutschland, was natürlich sehr geholfen hat mit dem Projekt, das wir da zusammen machen. Und ansonsten, genau, also meine ganze, die letzten Jahre war alles voll mit Frauenrechten, Gender Studies, Queer Studies, Menschenrechte, Gleichstellungsarbeit. Also ich habe da auf verschiedenen Ebenen gearbeitet und auch studiert. Und genau, dieses Thema hat mich vor allem während Aufenthalten in Mexiko zum ersten Mal berührt, so ab 2014. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, irgendwie alle so Lateinamerika-Studien machen dann irgendwelche Arbeiten über den Kontinent. Und da habe ich mich irgendwann gedacht, so eigentlich, ich will da nicht schon wieder hinfahren als noch so eine weiße Deutsche, die irgendwie über Feminizide schreibt. Gucke ich mir doch mal an, wie es bei mir aussieht. Und habe dann über Leda eben erfahren, wie krass es ist und was für ein großes Thema es ist. Hat mich schon schockiert von Anfang an. Und deswegen finde ich sehr schön, dass es jetzt seit, ich würde sagen, 2019, 2020 das Thema immer größer wird. Das hat uns auch sehr überrascht vom Projekt aus, weil wir immer so ein bisschen so wie die Lone Wolves durch die Steppe gegangen sind. Man hat es einfach nicht thematisiert und auf einmal überall kommen Initiativen auf. Und das finden wir sehr schön, dass jetzt auch zum Beispiel solche Talks gemacht werden. Genau. Perfekt. Ich danke euch. Nach dieser kurzen Vorstellungsrunde steigen wir gleich in die Gesprächs- und Diskussionsrunde ein. Ihr, liebe ZuschauerInnen, habt jederzeit die Möglichkeit, Anmerkungen und Fragen über die Chat- und Fragefunktion zu stellen. Und wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, all eure Fragen zu beantworten. Genau. Fangen wir mal an mit einer Begriffsklärung, damit wir praktisch alle so vom gleichen Standpunkt starten können, was das angeht. Wir haben jetzt gerade schon ganz viel gehört. Was ist denn überhaupt so ein Femizid oder heißt es Feminizid? Was fällt unter dem Begriff und genau, was ist überhaupt ein Intimfeminizid? Christina, möchtest du vielleicht noch mal einmal anfangen oder möglicherweise auch jemand anderes? Wir haben das ja besprochen mit dem mit den Mailen. Ich glaube, das können die Wissenschaftlerinnen besser. Hanna? Da würde ich sagen, fängt Aleda an und ich ergänze. Okay, ich kann was sagen. Ich gerade habe ein Paper darüber geschrieben, weil diese Frage ist immer das erste Frage, die man stellt. Und das ist ganz wichtig, finde ich, ums Wissen. Und es ist nicht das dritte Antwort, weil es geht davon ab, wie tief man muss wollten gehen. Also eine einfache oder eine erste Antwort wäre, die bedeuten das Gleiche, zum Beispiel Feminizid und Femizid sind Synonym. Oder sie bedeuten etwas anderes oder keine Ahnung. So, das erste ist, Femizid ist das originale Begriff von Diana Russell und das hat gemeint, also die Definierung hat sich verändert in den Jahren, also bei Diana Russells Sicht und sie hat es definiert als die Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind und später hat sie gesagt, die Tötung von Frauen wegen dem Geschlecht oder so. Wir sehen Sex, Gender, das ist ganz wichtig in der Formulation. Und in Deutsch es ist es ein bisschen anderes. Und dann Feminizid kommt von dem mexikanischen Input von Marcela Lagarde und sie meinte dazu auch aufklären, dass es ist nicht nur der Tötung von den Frauen, aber auch den Denn es hat zu tun mit dem Staat und auch die soziokulturelle Toleranz gegen diese Morddrohungen. Also grosso modo, das würde ich sagen, aber die anderen können noch mehr sagen dazu. Genau, also es ist im Endeffekt, ich wünschte, es gäbe einfach eine einfache Antwort auf diese Frage, aber es wird seit über 30 Jahren darüber debattiert und wir sind noch lange nicht am Ende.
Ich bin zum Beispiel Befürworterin von einem weiten Feminizidbegriff. Ich benutze auch Feminizid, weil ich auch eher auf dieser Seite bin, dass man das noch mit dem Staat angucken sollte. Man sollte nicht einfach, weil im Englischen ist halt dieses Homicide, Femicide. Das haben wir halt einfach im Deutschen nicht. Deswegen, weil es ist halt nicht jede Tötung von einer Frau ist auch direkt ein Feminizid. Das ist ganz wichtig. Und in Deutschland muss man eben auch sagen, was Christina schon gesagt hat, es sind eben nicht nur diese intimen, also wir nennen es in unserem Projekt intime Feminizide, weil wir haben die Methodologie von einem anderen Projekt teilweise übernommen. Und das sind dann eben innerhalb von so partnerschaftlichen Beziehungen, sei es zum Beispiel nach einer Trennung oder auch wenn die Frau den Mann abgelehnt hat und halt seine Avancen nicht wollte und in dem Zuge getötet wird. Das nennen wir zum Beispiel einen intimen Feminizid. Aber es gibt eben andere Arten. Da gibt es Forscherinnen, die haben dann so Kategorisierungen aufgebaut. Da gibt es zum Beispiel Feminizide im Kontext von Sexarbeit, im familiären Umfeld, aber zum Beispiel auch als Kriegswaffe, was wir bei Jesidinnen zum Beispiel gesehen haben. Und wenn ich das jetzt für mich definieren würde, ist ein Feminizid die Tötung einer Person aufgrund von geschlechtlichen, weiblichen Zuschreibungen in einem patriarchalen Machtsystem. Das ist ja sehr theoretisch und sehr vage, aber es ist eben wichtig zu sagen, es ist nicht einfach nur die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist, weil sonst klammern wir andere Faktoren aus. Und deswegen muss man sagen, es gibt dieses System, in dem halt Weiblichkeit und Männlichkeit werden hierarchisiert. Das Weibliche steht unter dem Männlichen, wird dem untergeordnet. Und so kann es sein, dass eben in diesen Taten Täter oder auch TäterInnen, das können auch weibliche TäterInnen sein, die Personen bestrafen möchten, dass sie eben aus dieser gesellschaftlich zugeordneten Rolle ausbrechen oder weil sie halt in den Augen des Täters aufgrund ihres Geschlechts irgendwie weniger wert sind. Und deswegen müssen wir uns eben auch angucken, dass, was sind die Motive, weil es gibt rassistisch motivierte Feminizide, es gibt queerfeindliche, transfeindliche Feminizide und es ist wahnsinnig schwierig, das alles in eins zu fassen. Ich wünsche, das wäre einfach, aber es ist eben wichtig, dass wir von Anfang an uns das groß angucken, um nicht eben dann politische Maßnahmen zu treffen oder sogar Gesetzesänderungen zu machen, die am Schluss dann gefühlt die Hälfte der Opfer irgendwie rauslassen. Und ich kann mal so ein Beispiel geben, wie ich auch einen persönlichen Struggle habe, gerade aus so Gender- und Queer-Perspektive. Jetzt sehen wir zum Beispiel, also wem geben wir die Deutungshoheit, wenn wir das definieren? Jetzt stellen wir uns vor, es gibt einen Täter, dessen Weltanschauung ist, dass es zwei Geschlechter gibt, Binarität, komplett, man ist Mann oder Frau, man kann nicht raus, es gibt nichts dazwischen. Dann bringt diese Person mit dieser Weltanschauung einen Transmann um, weil er eben in dieser Person eine Frau sieht und sozusagen, also eine Frau sieht, die aus dieser gesellschaftlich zugeordneten Rolle für ihn ausgebrochen ist und er sie dann, also ihn, aber für ihn sie, bestraft. Und also nach meiner Definition wäre das ja weiblich zugeordnete etc., wäre das ja sozusagen Feminizid. Aber dann frage ich mich, okay, bedeutet es dann aber nicht, dass ich im Endeffekt diesen Transmann nach seiner Tötung nochmal diskriminiere, weil ich ihn über die Kategorie des Feminizids nochmal feminisiere? Ne? Also so weit geht es dann irgendwann in kritischen Diskursen von ja. Wer kann Opfer werden, wer nicht? So. Alles klar, du sagst also, dass das Motiv gerade beim Feminizid eine ganz große Rolle spielt und das ist eben patriarchale Gewalt oder eine patriarchale Wertevorstellung. Genau. Ergänzen einmal kurz? Klar. Und zwar jetzt nicht, also von der Definition stimme ich da sehr mit dir überein oder mit euch überein. Ich finde, wenn wir aber das Phänomen betrachten, muss es sogar noch weiter gehen. Ja, so, weil es gibt auch also das klingt natürlich ganz schrecklich, aber es gibt Femizid oder Feminizid-assoziierte Delikte auch. So, also das ist zum Beispiel die Tötung von Kindern aus Rache an der Frau, die den Mann verlassen hat. So, es gibt immer wieder Personen, die stellvertretend oder aus Rache getötet werden. Das sind dann nicht an sich Femizide möglicherweise, also zum Beispiel auch Personen, die Frauen, die geflohen sind, von ihren Partnern geholfen haben. So, das können dann eben FreundInnen sein, egal welchen Geschlechts oder Familie. Wenn die getötet werden, dann sind das assoziierte Tötungen. Auch die muss man, finde ich, in dem Bereich angucken. Und
Ich glaube, wenn wir nämlich dann darüber reden, wen das alles betrifft, dann sind wir auch schnell, also im Moment geistert ja so in der deutschen Diskussion immer diese an jedem dritten Tag herum. An jedem dritten Tag, das sind nur die im sozialen Nahraum. Ja, so, also das ist wahnsinnig viele, aber das sind nur die Ex-Partner-Tötungen oder wie sagt ihr, intime Feminizide oder wie auch immer man es definieren will, aber eben im sozialen Nahraum. Es gibt insgesamt viel mehr Tötungen und da wird überhaupt gar nicht unterschieden, oder wir haben ja diesen Begriff gar nicht, da kommen wir ja sicherlich noch dazu. Und natürlich kann es nicht die Tötung jeder Frau sein. Ich sage als Beispiel immer, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Raser bin und durch Berlin fahre und Menschen tot fahre, dann ist es höchstwahrscheinlich, töte ich dann vollkommen unabhängig von dem Geschlecht und vollkommen, also kann was auch mit dem Patriarchat zu tun haben, aber ist jetzt eher geschlechtsunabhängig. Ja. Also da, das sind keine Feminizide, würde ich sagen. Okay, also es kommt eben auf dieses Motiv an, das dahinter steht und das Machtgefälle. Der Begriff. Etwas noch dazu bringen, nur weil du die Motive gesagt hast, es ist ganz wichtig, nicht die individuellen Motive nur anzugucken, wie Christina ja gesagt hat, weil manche, und zum Beispiel in den Ebene von Recht, das ist ganz wichtig, weil normalerweise die gucken nur und die Motivation der Verbrecher oder wie sagen wir, Täter. Und normalerweise, man kriegt Motive wie, aber ich liebe sie oder ich wollte es eigentlich nicht. Das ist zum Beispiel nicht die Sache. Man muss es in den Kontext anzugucken oder wie die Strukturen eingebaut sind. Und ja, uns um diesen Phänomene anzugucken. So, ja, nur das. Aber Eleda, sprechen wir mal genau das über das, was du gerade gesagt hast, nämlich über dieses mediale Framing und Eifersucht und so weiter. Also in den Medien lesen wir regelmäßig von Tötungsdelikten an weiblich gelesenen Menschen. Nur dass nicht von Feminiziden die Sprache ist, sondern meistens von Eifersuchtsdramen oder Beziehungstötungen oder Ehrenmorden oder Familientragödien. Wie steht ihr denn dazu? Also wie problematisch ist denn diese Berichterstattung? Wir haben ja gerade schon einmal, oder jemand hat ja gerade schon angedeutet, es handelt sich um ein strukturelles Problem, ne? Ich glaube, das kann Sophia oder Hannah anfangen, die Experten. Also das ist halt schon so ein Baustein davon, wie dann so eine Täter-Opfer-Umkehr einfach stattfinden kann. Weil man ja durch diese Berichterstattung, die ein Femizid zum einen natürlich nicht als solchen benennt und zum anderen aber auch nicht die Schuld klar beim Täter findet, sondern eben irgendwie schon allein durch die sprachliche Präsentation irgendwie auch der Frau dann die Schuld ein bisschen zuschiebt, weil dann praktisch der Start des Verbrechens ist nicht der Tötungsdelikt, sondern das Drama, das drumherum passiert ist und die Frau, die davor es gewagt hat, den Mann zu verlassen oder ähnliches und der dann praktisch die Verantwortung überhaupt auch dadurch zuteil wird, dadurch, dass sie einfach, ja, obwohl sie eigentlich ja Opfer ist. Also man kann sich ja in dem Kontext dann sogar fragen, legitimiert diese Berichterstattung, also dieses Nachtrennung aus Eifersucht, vielleicht sogar Frauenmorde, ne? Ja. Hanna, wolltest du, ne? Also da kann ich was hinzufügen, was ich super interessant und auch fast skandalös fand in meiner Forschung, was ich herausgefunden habe. Und zwar, dass ich habe mir auch angeguckt, welche Quellen, Informationsquellen benutzen die Medien. Und also ich habe mir die Bild-Zeitung, die FAZ und die Süddeutsche Zeitung angeguckt, um jetzt ein bisschen auch das politische Spektrum abzudecken. Und in allen ist ganz klar, in allen Fällen über 50% der Informationsquellen kommen von Strafverfolgungsbehörden, also Polizei, Staatsanwaltschaft, RichterInnen etc. Aber die nächsthäufige Quelle waren die Täter selber. Also sie haben die Täter selbst sprechen lassen, was ich eben skandalös finde, weil die Opfer können de facto nicht mehr sprechen. Und warum geben wir dem Täter so viel Raum? Und was sie auch gerade gesagt hat, also Framing sind ja so Erzähl- und Erklärungsformen.
Und es gibt da den Täter-Rechtfertigungs-Frame und das Victim-Blaming-Frame, also Opfer-Beschuldigungs-Frame. Und, oh Wunder, die Zitate des Täters gehen vor allem auf diese beiden ein. Das heißt, der Täter kriegt den Raum, sich selbst zu rechtfertigen, weil, ja, ich habe sie ja so geliebt und, oh, warum habe ich denn das getan? Aber auch die Beschuldigung, hey, sie hat dies getan, sie hat das getan, sie wollte, ich habe Fälle mit, ach, sie wollte abtreiben, etc. Ne? Deswegen... Ja, wir müssen den Täter, also es ist unglaublich, dass den Tätern so viel Raum gegeben wird. Christina? Ja, ich finde das sehr spannend, weil es gibt ja jetzt endlich so eine Diskussion auch darum, dass man zum Beispiel so rechtsextremen Tätern keinen Raum mehr geben soll, so oder gar nicht mehr die Namen benennt, etc. Und das gibt es bei... eben wenn wir um Feminizide sprechen, überhaupt noch nicht. Ja, so, die sind eben eine gute Quelle, die viel, sehr viel Raum bekommen, sowieso dieses ganze, also diese ganze Rechtfertigung. Und das Schlimme daran ist, das eine ist ja das, was in den Medien dargestellt wird, aber das wird dann eben auch rechtlich fortgesetzt. Ja, so. Also es ist eben so, natürlich wird eine Tötung dann nicht gerechtfertigt, aber es ist eben zum Beispiel kein Mordmerkmal, ja, wenn es eben ein Drama erstmal gab, weil nämlich die Frau irgendwie eine doch ansonsten so wahnsinnig intakte Beziehung einfach so verlassen hat, dann kann ja auch der Bundesgerichtshof nachvollziehen, also das insofern nachvollziehen, dass es eben natürlich noch ein Totschlag ist, aber kein Mord mehr, weil es kein niedriger Beweggrund ist. So, also in diesen Fällen, deswegen ist das, also das ist einmal gesamtgesellschaftlich natürlich ein riesiges Problem. Es setzt sich aber ganz genau so auch in den Gerichtssälen fort. Und deswegen ist dieses ganze Framing und auch diese ganze Geschichte mit dieses Victim-Blaming, also so, die ist ja selber schuld, das ist natürlich bei den Feminiziden am krassesten, aber es ist ja bei all den anderen Delikten. Ja? Also Feminizide sind ja deswegen so wichtig anzugucken, weil sie das, also letztlich die Fortsetzung dieser alltäglichen Gewalt gegen Frauen ist. Und deswegen, manchmal bin ich im Moment so, dass ich denke, ah ja, alle finden jetzt Feminizide irgendwie das interessante Thema. Wir dürfen nicht vergessen, dass es wahnsinnig viel gibt, was davor ist. Und wir müssen uns diese Feminizide genau angucken, weil man sie verhindern kann vielleicht. Ja, so, also weil sie etwas sind, weil wir daraus lernen können, was könnten wir eben anders machen. Und das vielleicht auch nochmal, also wenn wir diese Tötungsdelikte angucken, also die Tötungen, zum einen nochmal, weil ich das, also diese, also jeden dritten Tag, ja, das sind noch nicht mal alle drin, noch nicht mal die im sozialen Nahraum, weil das ist ja die polizeiliche Statistik, ja, das sind die, in denen es Ermittlungsverfahren gibt. Die gibt es gar nicht unbedingt, wenn der Täter sich selbst umbringt. Ja, so, das haben wir ja auch häufig, dieses Phänomen, dass der Täter eben die gesamte Familie tötet und am Ende sich selbst. Da gibt es gar keine Ermittlungsverfahren, die kommen gar nicht unbedingt in der Statistik vor, mal ja, mal nein. Und das andere sind die ganzen versuchten Tötungsdelikte, haben wir auch in der Statistik. Aber juristisch ist ja der Versuch so, dass, also das ist sehr, sehr, sehr weitgehend. Ja, man kann, ein bisschen kompliziert, juristisch ja vom Tötungsvorsatz zurück, also vom Tötungsdelikt, wenn es im Versuch ist, zurücktreten. Und dann ist es gar nicht mehr da, dann taucht es auch gar nicht mehr in der Statistik auf. Und da gibt es eben viel, viel mehr, also ganz massive Gewalt, die man jetzt wahrscheinlich unjuristisch doch durchaus als Tötungsdelikt ansehen würde. Es ist schon richtig, dass sie das nicht sind, aber die eben sehr viel weiter gehen als jetzt das, was man sich unter einer Körperverletzung einfach so vorstellt. Aber reden wir doch jetzt mal genau über das, was du gerade angesprochen hast, dass es eben gar nicht, also dass Feminizide vielleicht sozusagen der Eisberg sind oder die Spitze des Eisbergs und dass eben nochmal wirklich was herausgeht. Was für Strukturen liegen denn eigentlich genau hinter Gewalt oder dann auch Tötungen von Frauen und warum ist es kein Thema? Soll ich das wieder sagen? Sehr gerne. Was dahinter liegt, ist das Patriarchat, mal ganz platt. Genau. Also natürlich ist die Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt, ein Ausdruck von patriarchalen Strukturen. So, und eben letztlich die massivste Durchsetzung auch dieses Machtverhältnisses. So, oder eines der, aber wir haben natürlich in ganz vielen anderen Bereichen auch das Problem,
eben der patriarchalen Strukturen, die dazu dann auch führen, dass zum Beispiel eben Frauen aus ökonomischen Gründen schlecht ihren Partner verlassen können oder da bleiben, also bleiben müssen, weil sie sonst nicht wissen, wie sie sich oder ihre Kinder zukünftig ernähren können, weil sie nicht hinreichend Schutz bekommen, weil es niemanden wirklich interessiert. Ja? Also das Geld, das ausgegeben wird zur Verhinderung schon alleine, was die Politik macht. Ja? Also wenn die Politik ja jetzt immerhin gerade etwas über geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen spricht, dann geht es immer nur darum, also schärfere Gesetze zu machen, ein bisschen bessere Frauenhausausstattung, das aber auch alles noch in einem relativ geringen Maß. Es geht nicht darum, wie verhindern wir denn endlich mal diese verdammte Gewalt, ja? Also gesamtgesellschaftlich. Es gibt keine echten Konzepte, da müsste sich einfach viel mehr verändern, statt irgendwie zu sagen, jetzt bestrafen wir den einen oder anderen Täter auch nochmal für ein paar Jahre mehr. Das ist nicht das, also das ist schön, das kann man auch mitnehmen, aber das ist nicht das, was irgendetwas verhindern wird am Ende. Und das ist eben, weil es zutiefst verankert ist, würde ich sagen, in dieser Gesellschaft damit zu leben, dass es diese permanente Gewalt gegen Frauen gibt. Und wir alle sind damit aufgewachsen, wir geben das weiter. Also es ist ja schon alleine, also auch das Framing, dass wir immer irgendwie, dass Frauen immer aufpassen müssen, auf der Hut sein müssen. Und es wird gar nicht darüber geredet, was ist denn eigentlich mit den Männern los? Ja, also vielleicht auch das mal zu sagen, was ist hier eigentlich mit den Männern los, dass sie die ganze Zeit Gewalt ausüben müssen? Wie können wir das denn wirklich ernsthaft mal verhindern, verändern und eine andere gesellschaftliche Struktur kriegen? Aber ich glaube, sind eben doch durchaus Grundfesten dieser Gesellschaft, an denen gerüttelt werden muss. In diesem Kontext ist die Frage natürlich auch interessant, wo Gewalt überhaupt anfängt. Sophia? Also ich wollte tatsächlich auch gerade schon was dazu sagen, weil praktisch, was man so juristisch machen kann und was dann immer, was die öffentliche Debatte dann erst loslöst oder anstößt, das sind ja oft dann irgendwie schon die richtig krassen Sachen. Und alles, was darauf folgt, ist halt die Reaktion darauf. Und meiner Meinung nach muss man halt, glaube ich, eigentlich ja schon präventiv anfangen. Und das wäre eben zum Beispiel, dass man überhaupt mal darüber spricht, was bedeutet Patriarchat überhaupt? Also weil wir nehmen das alle irgendwie so an, dass wir das in diesem Kreis natürlich alle wissen. Aber ich glaube, in der echten Welt ist es halt überhaupt nicht so. Da muss noch diskutiert werden, ob es überhaupt existiert. Und genau da fängt meiner Meinung nach das Problem an. Und auf deine Frage zurückzukommen, wo fängt Gewalt an? Eigentlich, ja, muss man da schon ganz früh ansetzen. Also zum Beispiel, es klingt immer so, es ist schon so eine ausgelutschte Debatte im Social-Media-Bereich, aber wenn wir zum Beispiel bei Catcalling anfangen, also wenn ich als Frau irgendwie rausgehe und, keine Ahnung, irgendwie gekleidet bin, wie ich will, es passiert ja immer, egal wie man aussieht, und mich da irgendwie ein Typ oder so blöd anlabert oder mir bis zur Haustüre nachläuft oder mir nachpfeift, mich anhubt und so. Das sind ja alles schon so Ausdrucksweisen von einer Sanktionierung irgendwie von einer Frau, die sich einfach frei im öffentlichen Raum bewegt. Und da fängt meiner Meinung nach auch Gewalt schon an. Und genau das Gleiche haben wir jetzt eigentlich auch im digitalen Raum. Sobald meine Frau ist, die sich irgendwie selbstbewusst präsentiert und so, kann sie damit rechnen, dass die in irgendeiner Art und Weise Übergriffe erfährt, sei es in Form von Nachrichten oder Bildern. Ja. Ja. Hanna, wolltest du noch? Okay, ja. Ja, ich wollte mal sagen, und in Verbindung mit vielen von den Zahlen, auch mit den Fragen mit Medien und gerade die Frage, und erst weil Sophia hat gesagt, Catcalling. Und ich glaube, es gibt nicht einen deutschen Begriff für Catcalling. Und, oder? Weil ich erinnere mich, wenn ich mit dem Thema Feminizid angefangen habe, die Leute wollten nicht Feminizid benutzen, weil es gab eine englische Formulierung. Und deswegen haben gemeint, okay, Feminizid geht nicht auf Deutsch. Aber dann, es gibt andere englische Begriffe, die sind auf Deutsch aufgenommen. So, es war total interessant. Und auch
in Verbindung mit was Christina hat gesagt, wir müssen, also es gibt nicht so viele Leute interessieren sich um geschlechtsspezifische Gewalt. Und wenn das machen, die Fokus ist auch in kulturellen Formen von Gewalt, zum Beispiel Genital Mutilation. Zum Beispiel in Deutschland es ist darüber gesprochen, es ist auch ein Problem, müssen wir darüber reden, aber das ist nicht das eigenes oder das einzige und größte Problem in Deutschland. Es gibt auch diese Framing von Honor Killing, als also Honor bringen die anderen Kulturen nach Deutschland und so. So, wenn wir über geschlechtsspezifische Gewalt reden in Deutschland oder manchmal die Fokus sind die anderen, die Barbaren, die anderen Kulturen, die kommen hierher und vergewaltigen unseren Frauen. Und eigentlich deswegen haben wir auch angefangen mit dieser Dokumentation, weil wir wollten eigentlich anzugucken, wie viele Frauen sind umgebracht, weil auch bei diesen Ausländern oder die anderen vergewaltigt. Und deswegen glaube ich, dass das ist ganz wichtig, über das Thema darüber zu sprechen, aber so mit mehreren Leuten, die normale Leute, die nicht zum diesen Zooms oder diesem Talks kommen, weil dort anfängt den wie sagt man, den Chain um for Change in ja. Und ich wollte auch sagen, dass es gibt nicht nur einen Ursprungspunkt von der Gewalt, weil das ist ein soziales Problem. Und deswegen es ist komplex. Und deswegen, wie Christina auch gesagt hat, wir haben diese intime Formen von Feminizid, aber es gibt andere Formen und wahrscheinlich auch die Strategien, und darüber oder zum solche Typen, auch in anderen Strategien. So. Keine Ahnung. Danke. Okay, du sagst also, es gibt, genauso wie Christina, ganz verschiedene Formen von Feminiziden und Gewalt. Hanna, möchtest du? Ich muss mal ganz kurz, um zu verstehen, wir müssen immer dran denken, weil ich finde, dieser Gewaltbegriff ist in Deutsch auch ein bisschen schwierig, weil Gewalt wird oft assoziiert mit physischer Gewalt. Aber Gewalt ist im Endeffekt das Werkzeug von jedem Machtsystem. Also sei es irgendwie White Supremacy, sei es das Patriarchat. Das basiert alles auf gewissen Formen von Gewalt und die müssen nicht physisch sein. Da gibt es diesen Begriff der symbolischen Gewalt und das ist eben, ist diese Gewaltform, die uns dazu bringt, dass wir das alles normalisieren, dass wie man eben sagt, also für mich fängt Gewalt auch schon an, wenn irgendwie dem Kind gesagt wird, sie müssen alle umarmen. Wenn der kleine Junge das kleine Mädchen abknutschen möchte und sie sagt nein, 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 ach, aber das ist doch so süß. Also das sind Gewaltformen, die sind manchmal sehr, sehr subtil, aber die haben halt langfristige Auswirkungen auf die Menschen, wie sie dann später miteinander umgehen. Und müssen immer überlegen, dass diese Gewaltformen sind immer präsent, in verschiedenen Formen. Es ist sehr schwer, sich rauszulösen und dass natürlich auch es Teile gibt in der Gesellschaft, die haben kein Interesse daran, diese Gewalt zu beenden. Und dass wir deswegen sehr strategisch vorgehen müssen dagegen. Das ist eigentlich auch eine schöne Frage. Also wieso kann die Gewalt gegen Frauen oder auch einfach generell, das hast du ja gerade gesagt, ne, das ist ja so ein generelles Phänomen auch der Unterdrückung ist. Also warum kann es nicht beseitigt werden oder andersrum, wozu dient es überhaupt oder wem dient es? Christine, hast du dich gemeldet? Ich würde gerne noch mal kurz was, außerdem was Alaina gesagt hat, sagen. Ich finde wirklich wichtig auch immer dieses Framing der anderen. Ja, dass in dem Moment werden bestimmte Phänomene auch anerkannt sofort in Deutschland. Also die Ehrenmorde, dafür gibt es ja einen Begriff dann im Deutschen auch. Das ging unglaublich schnell. Und die Ehrenmorde, das war so, dass das groß bekämpft werden musste. Da gab es dann Maßnahmen da. So, und das war eben, weil man davon ausgegangen ist, das ist ein Phänomen, das nicht in der Mehrheitsgesellschaft vorkommt. Und
und gar nicht hinzugucken, ja, auch nochmal, und auch jetzt finde ich, ist es manchmal schwierig. Es gibt zum Beispiel, also es gibt bestimmte Opfergruppen, sage ich mal, die gar nicht, also die bei der geschlechtsspezifischen Gewalt sehr rausfallen, aber sehr hoch betroffen sind. Ja, so zum Beispiel sind es ältere Frauen. Ja, so, also gerade bei Feminiziden sind es häufig ältere Frauen, die getötet werden. Oder es sind, also nach ganz langen Ehen zum Beispiel. Oder es sind auch insgesamt bei der Gewalt immer wieder eben Seniorinnen, die auch in der Pflege misshandelt werden. Die sieht man gar nicht. Ja, so. Oder die kommen eben auch, also die haben auch, oder man vermutet ja eine sehr große Dunkelziffer auch bei Frauen, die eben nicht in Frauenhäuser gehen. So, und das, ganz viele Frauen, für die ist es keine Alternative, in ein Frauenhaus zu gehen, weil sie eben aus einer ganz anderen sozialen Lage heraus kommen, die sich nicht vorstellen können, in ein Haus zu gehen, wo sie mit anderen Frauen gemeinsam leben müssen, sondern die auch eben möglicherweise auch andere ökonomische Mittel zur Verfügung haben, um nicht in ein Frauenhaus flüchten zu müssen. So, auch die kommen gar nicht als Opfer, als typische Opfergruppe vor, sondern es geht dann immer, es wird immer quasi getan, na ja, das sind ja, also das ist, sind eben die, die sowieso irgendwie am Rand der Gesellschaft, warum auch immer, aus verschiedenen Gründen sind. Und das zu akzeptieren, und auch, und dann werden ja auch die Täter oder auch TäterInnen, aber eigentlich sind es ja in der Mehrheit Täter, auch die werden ja an den Rand gedrängt. Sie sind nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist ein riesiges Problem, weil dadurch wird es eben auch immer nur so, also es kennt ja auch niemand, niemand kennt irgendwie einen Täter, ja, so niemand. Also wenn man mal rumfragt, kennst du irgendjemanden, der überhaupt noch nur mal Gewalt ausgeübt hat, dann sagen alle, nee, also in meinem Freundeskreis ganz sicherlich nicht. Und das muss sich, glaube ich, auch an dem Narrativ noch oder an den Erzählungen einfach nochmal sehr ändern, dass es wirklich alle treffen kann. Und wir müssen anerkennen, dass diese Männer nicht krank sind, weil normalerweise das ist ein anderes Framing, dass, oh ja, aber die sind krank oder sind drogenabhängig. Nein, die sind normale, ja. Sophia? Ich wollte tatsächlich gerade nochmal an Christinas Aussage auch anknüpfen, dass sie gesagt hat, wen es so trifft, weil man, glaube ich, also da auch gut sehen kann, wie so Intersektionalität funktioniert und Mehrfachdiskriminierung und dass zum Beispiel so Gewalt gegen Frauen oder Mädchen mit Behinderung so krass unsichtbar ist, aber ja, weil sie es halt nochmal eine vulnerablere Gruppe ist, dadurch, dass sie zum Beispiel auf Pflege oder Unterstützung oder so angewiesen sind, eben auch einer viel größeren Gefahr ausgesetzt sind als zum Beispiel Frauen ohne Behinderung. Ich glaube, 2 bis 3 Mal höher ist da, ist da die Zahl. Und dass solche Sachen eben dann in den Medien nicht auftauchen, aber Rassismus ganz gut sichtbar wird, wenn man über Ehrenmorde dann auf einmal spricht, weil man sich da gut abgrenzen kann. Also wir haben jetzt gerade ganz viel darüber gesprochen, dass diese Statistiken super viele Arten von Femiziden gar nicht so wirklich in den Fokus nehmen und dass das sehr problematisch ist, weil super viele Mitglieder der Gesellschaft dann automatisch wegfallen. Christina, du hast in diesem Zusammenhang die Dunkelziffer erwähnt. Und tatsächlich würde ich gerne auch nochmal einen Ausblick machen Richtung Gesetzeslage für Opfer sexualisierter Gewalt. Wir haben uns auch gerade schon darüber unterhalten, dass Männern oder auf jeden Fall Täter in so eine sehr große Plattform zugutekommt und über eben eigene Motive berichtet wird und sehr oft auch aus Einzelfallperspektive. Also wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich sehr gerne nochmal auf dieses, das wird ja auch in dem Zusammenhang oft gefragt, gibt es ein klassisches Täterprofil? Gibt es das perfekte Opfer, ohne Dinge reproduzieren zu wollen? Einfach nur, um es, einfach nur, um darüber zu sprechen. Also wenn wir jetzt über die Gesetze sprechen, ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Ich glaube, da muss man... Also individualisiert, ja, es ist natürlich klar, wenn wir über einen Strafprozess reden, dann reden wir über einen individuellen Täter, so, und seine individuelle Schuld. Das ist klar, das muss auch so sein. Ja. Wir, also es geht ja darum, ob man diese Person, die dort angeklagt ist, aufgrund seiner individuellen Schuld
verurteilen kann. Da kann man nicht sagen, das ist das strukturelle Problem. Das Problem ist aber daran, wenn man es nie strukturell betrachtet, gibt es in Gerichtsprozessen Vorannahmen, die einfach falsch sind. So, also dann, wenn man gar nicht erkennt, dass es etwas wie Frauenhass gibt, wenn man gar nicht erkennt, dass es eben bestimmte Strukturen sind, die bestimmte Verhältnisse manifestieren oder zulassen, wenn man gar nicht danach guckt auch, ja, das ist ja das andere Problem. Also wenn wir gerichtlich verhandeln, sei es sexualisierte Gewalt, sei es Gewalt im sozialen Nahraum, sei es Feminizide, am Ende wird immer nur geguckt, in welcher ganz besonderen psychischen Ausnahmesituation war dieser Täter eigentlich gerade. Ja, statt zu sagen, das ist etwas, also überhaupt mal nachzugucken, was hat der für einen Hintergrund? Hat er möglicherweise schon längst, schon ist er seit Jahren irgendwie zum Beispiel im Netz aktiv in irgendwelchen grässlichen Männergruppen, die da irgendwie ihre Gewaltfantasien schon die ganze Zeit ausleben, eben im Netz, und dann letztlich setzt sich das fort in seinen Taten. Das fängt ja so an langsam, dass man das mal bei so rechtsextremen Tätern mal nachguckt überhaupt, wie haben die sich entwickelt. Aber man sieht, also man guckt überhaupt nicht danach bei den Delikten aus Frauenhass. Und das ist das eines der Probleme, dass man eben diese Struktur sich nie ansieht und dadurch auch dann immer das wieder eben so umkehrt und sagt, naja, das hätte, die hat sich den ja auch selber ausgesucht. Ja? Die hat ja sich irgendwie so einen Typen, der ganz besonders stark ist und männlich ist, ja auch ausgesucht. Deswegen ist die Schuld auch jetzt nicht ganz so krass von dem oder nicht so hoch zu bewerten. Das ist, glaube ich, das Problem. Und das ist dieses Framing, das eben sich dann auch da fortsetzt. Und ich glaube, es wäre sehr wichtig, mal eben die Strukturen überhaupt offen zu legen, jetzt, wenn wir über die Justiz reden, die Menschen fortzubilden darüber, überhaupt mal diese Strukturen zu erkennen, weil ich bin mir sicher, wenn ich heute im Gericht über Frauenhass spreche, dann werden, also ein Großteil der RichterInnen wird sagen, ist doch nicht aus Hass, der hat die doch aus Liebe getötet. Ja, so, also dann würde man genau, also weil man gar nicht diese Begriffe versteht, weil man überhaupt nicht an diese Strukturen rangeht. Ja. In diesem Kontext ist ja auch gerade schon mal der Begriff Victim Blaming gefallen oder Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, rund um diese ganzen Prozesse existieren ja auch total viele Vorurteile und Mythen Frauen gegenüber oder gegenüber Frauen, die halt auch Anzeige erstatten. Und man spricht irgendwie von Frauen, die falsch bezichtigen. Und leider, wie du gerade auch schon einmal gesagt hast, handelt es sich aber bei so Tätern voll oft um psychisch oder auf jeden Fall um gesunde Menschen. Du hast es, glaube ich, gerade formuliert. Vielleicht können wir haben jetzt gerade so über so massig viel geredet, vielleicht um da nochmal eine Art roten Faden reinzubringen. Vielleicht bleiben wir nochmal bei dieser Gesetzeslage. Was kann man überhaupt tun? Und du hast ja gerade auch nochmal gesagt, Christina, wenn du dich da hinstellen würdest ins Gericht und sagen würdest, wir haben es da mit Frauenhass zu tun, dann würdest du wahrscheinlich eher darauf treffen, dass man sagt, irgendwie Liebe oder Eifersucht oder diese ganzen anderen Motive. Aber was kann man tun? Also, was man rechtlich tun kann? Also ehrlich gesagt, ich habe ja sehr intensiv an der Änderung des Sexualstrafrechts mitgearbeitet, 2016. Und ich bin so ein bisschen, ich glaube, wir müssen nicht vordergründig die Gesetze ändern. So, ich glaube, wir haben ganz gute Gesetze, da gibt es ein paar Sachen, die kann man noch ändern. Aber ich glaube, was wir ändern müssen, sind, wenn wir über justizielle Verarbeitung sprechen, müssen wir über Strafe auch nachdenken. Welche Strafe hilft eigentlich? Also hilft es überhaupt? Ja, so, also ganz viele Frauen zeigen zum Beispiel nicht an, weil sie wissen, am Ende kommt eine Strafe raus, die ihnen nur wütender macht, so, als dass sie wirklich hilft. Ja, so, also was hilft? Welche muss man vielleicht über ganz andere Dinge nachdenken? Was ist,
Also was verändert tatsächlich eine Bestrafung? Verändert sie überhaupt irgendetwas? Wie kann man eigentlich dieses Unrecht, das da geschieht, tatsächlich anerkennen? Auch das, darüber muss man, glaube ich, nachdenken. Wenn wir über Strafjustiz im bestehenden System nachdenken, muss man sagen, die Verfahren dauern viel zu lang. Ja, ganz einfach. Ja, es nützt überhaupt nichts, wenn man irgendwie Gewalt im sozialen Nahraum anzeigt und dann ist in 3 Jahre später mal eine Verhandlung, dann hat er schon 10-mal irgendwie oder 100-mal weitergemacht. Auch darüber, also über Kapazitäten muss man nachdenken, echte Kapazitäten und es ernst zu nehmen, diese Delikte. Digitale Gewalt, da muss man sicherlich noch was machen. Also da muss man ganz sicherlich auch noch strafjustiziell nachjustieren. Wir müssen über Umgangsrecht nachdenken, ganz anders bei Gewalt im sozialen Nahraum, also bei einem gewalttätigen Partner. Der bekommt ja immer noch Umgang. Also diese Sachen, also es gibt da ganz viel. Ich glaube aber, es ist immer so ein Stückwerk, solange nicht endlich mal darüber nachgedacht wird, wie können wir präventiv etwas machen. Ja, so. Und das finde ich ist so, und deswegen, also ich meine, es ist ja auch, also es ist ja wirklich, also eigentlich unglaublich, dass wir keine staatliche Femizid-Wortstelle haben. Ja, so. Also dass es kein Interesse daran gibt, tatsächlich diese Fälle aufzuarbeiten. Dass das also nur Aktivistinnen machen in Deutschland. Dass sich niemand dafür interessiert von staatlicher Stelle. Dass irgendwie wieder Anträge jetzt gerade im Bundestag abgelehnt worden sind, so eine Stelle zu schaffen. Dass irgendwie der Begriff noch nicht mal in Deutschland anerkannt wird. Das ist kein, also noch nicht mal in der polizeilichen Statistik. Also jetzt gibt es so ein bisschen im Wahlkampf, glaube ich, wird man vielleicht das eine oder andere dann noch mal kurz machen. Aber ein echtes Interesse, das anzugucken, daran zu forschen, das alles zu analysieren. Also großartig, dass ihr solche Sachen macht. Aber eigentlich ist es natürlich also unglaublich, dass das nicht schon längst anders ist. Nur nochmal für euch, liebe ZuschauerInnen, Hannah und Eleida arbeiten beide in einem Projekt, das sich eben halt mit diesen Feminiziden beschäftigt. Vielleicht möchtet ihr dazu nochmal was sagen und ich glaube, das ist vielleicht auch die Möglichkeit, also wir haben da gerade schon so ein bisschen inhaltlich intendiert, wenn wir jetzt über Lösungsvorschläge sprechen. Aber Hannah, möchtest du vielleicht nochmal kurz auf euer Projekt eingehen? Genau, ganz kurz, bevor ich es vergesse, auch zu so Strafverfahren. Ich finde es ganz wichtig, weil ich sehe ja nur, was in den Medien gesprochen wird, aber ich finde es super wichtig, alle Behörden, die sich mit Strafverfolgung auseinandersetzen, die müssen Schulungen machen zu Antisexismus, Antirassismus, Antiklassismus auch. Ich hatte einen Fall, da bin ich echt vom Stuhl gefallen, da hat ein Richter gesagt am Ende, wenn der Täter arbeiten gegangen wäre, wäre es vielleicht nicht so schlimm geworden. Also man sieht auch, es gibt auch Klassismus in diesen, in diesen Rechtsprechungen. Okay, zu unserem Projekt. Also genau, was wir machen, es kommt, also Aleida hat das alles initiiert. Und die Idee war nämlich genau das. Also die BKA-Statistiken reichen einfach nicht aus, weil wenn man da wirklich mal, jetzt ganz zu schweigen von intersektionalen Perspektiven, aber mal so ein bisschen disaggregiert diese Daten angucken möchte, dann kommt nichts raus. Weil, ich weiß noch, Aleida nicht, telefonieren sie oft, dann sagt sie auch so für einen Artikel, sag mal, wie viele deutsche Männer waren es denn jetzt? Und wie viele deutsche Frauen waren es denn jetzt? Ja, keine Ahnung, es kommt da nicht raus. Weil sie halt diese Zahlen so komisch und kryptisch angeben, dass zum Endeffekt, es fehlt immer eine Komponente, um wirklich mal Daten zu bekommen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt einfach mal an. Wollten auch eben nicht nur die Medien einbeziehen, sondern auch Polizeiberichte oder auch gerichtliche Protokolle. Aber das ist in Deutschland wahnsinnig schwierig. Da sind sehr viele strukturelle Barrieren. Das liegt zum einen auch irgendwie am föderalen System und die Zivilgesellschaft kann halt einfach nicht so zugreifen oder Anfragen stellen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt erstmal mit Medien an. Die geben auch sehr viel her. Deswegen ist es auch so ein bisschen ein schwieriges Verhältnis, weil wir sind froh, dass die Medien so viel berichten, weil wir kriegen die Daten daher. Und gleichzeitig denken wir, es reicht jetzt. Ihr dürft bestimmte Sachen einfach nicht mehr publizieren. Genau, und deswegen sind wir jetzt seit 2019 da dran. Seit 2018 hat Saleda entwickelt, methodisch. Das basiert alles auf den Arbeiten von einem Projekt in Spanien, die sich wieder auf Projekte in Mexiko beziehen. Also versuchen das auch, so diese Utopie ist, dass man das mal transnational vergleichen kann.
Und seitdem ist unser Projekt sehr groß gewachsen. Wir sind 15 Leute, die eben jede Woche, jeden Tag quasi die Medien auswerten. Und daraus machen wir dann, haben wir eine riesengroße Datenbank, sehr disaggregiert, glaube ich, über 70 Informationsfelder zu Opfer, Täter und Tatverlauf. Und die Idee ist eben, dass wir würden das gerne alles Open Access machen. Dann haben wir gemerkt, dass der Datenschutz das nicht hergibt, leider, weil wir möchten halt einfach das rausgeben, damit eben die Leute dann wirklich Forschung machen können, aktivistische Aktionen, politische Aktionen. Also das war die Idee sozusagen als Unterstützung, weil ohne Daten gibt es kein Phänomen, damit es dann weiter benutzt werden kann, wiederum von anderen. Aber das ist nicht so einfach in Deutschland und deswegen werden wir jetzt erstmal Berichte veröffentlichen. Die natürlich dann, also allgemein, man darf ja nicht rausfinden, wer die Täter und Opfer sind im Datenschutz. Aber wir bieten auch an, dass wir eben, wenn uns Menschen anfragen, die zu bestimmten Daten forschen oder Artikel rausbringen möchten, den schicken wir dann auch bestimmte Daten und beraten die dann auch. Genau. Also ihr versucht also, dass die Problematik sichtbar zu machen. Leda, möchtest du da noch was ergänzen? Ja, aber eigentlich zu dem Vorkommentar von Christina und auch ein bisschen, ich stimme zu von der Idee, dass Bildung ist, ist ganz wichtig für den Richter. Vielleicht den Strafrecht wird nicht unbedingt verändert werden, aber die Bildung um Anwälte, Richterinnen und alle in der Justizsystem ist es ganz wichtig, auch von den very basic Niveau, also Polizei, die die Informationen in das System einbringt, das ist auch ganz wichtig. So, das ist das große Challenge sozusagen. Und dann auch dazu kommt die Policy Level, weil normalerweise auch wenn der Name nicht in dem Policy Dokument ist, dann die Stadt kann einfach sagen, okay, das steht nicht zum Beispiel. Ich habe gerade gelesen, dass Deutschland hat gesagt, dass die benutzen nur die Begriffe, die in der Istanbul-Konvention stehen. Und weil die weil die Feminizide sind nicht in der Istanbul-Konvention, das heißt, die müssen nicht unbedingt darüber was machen. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Begriffe zu benutzen und zumindest zum den Level of Policy zu benutzen. So. Ja. Okay. Sophia, ich finde das gerade auf jeden Fall interessant, was du gesagt hast, dass wir jetzt gerade auf so einem super akademischen Level darüber sprechen und dass es möglicherweise gar nicht so easy ist, für viele Menschen dem einmal zu folgen und das aber auch zu verstehen. Und da geht es auf jeden Fall auch schon um Begrifflichkeiten, die wir verwenden. Worüber wir aber auf jeden Fall nochmal ganz dringend sprechen sollten, sind Lösungsvorschläge. Einmal, wie machen wir das verständlich, also Feminizide, einmal eben euch, aber auch eben auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen, generell Gewalt an Frauen. Ich habe hier eine Frage aus dem Publikum, ich stelle die jetzt einfach mal und ihr könnt dann sehr gerne Stellung dazu beziehen. Also hier fragt jemand, hat jemand von euch, Ihnen, denn Vorschläge für konkrete Maßnahmen, um Femizide zu verhindern? Ich habe immer das Gefühl, es würde Jahrhunderte dauern, um diese grundlegenden Strukturen zu verändern. Sophia oder wer auch immer, wer möchte dazu was sagen? Also es ging ja jetzt praktisch bei der Frage nicht so wirklich darum, was man selber machen kann, richtig? Und was ich immer, was ich mir, glaube ich, wünschen würde, wäre, dass man halt wirklich die Unterhaltung sucht mit Leuten, die nicht in der eigenen Bubble sind und praktisch schon eh das gleiche Wissen haben und die gleiche Einstellung, sondern dass man wirklich auch vielleicht, keine Ahnung, klassisches Familienveranstaltungsszenario sich da irgendwie in diese unangenehme Unterhaltung vielleicht reinbegibt und dann da wirklich auch das Gespräch auch mal führt, weil ich glaube, wir alle kennen das vielleicht, dass man sich irgendwie, es geht ja auch oft um so Rassismus-Thematiken oder so, dass man sich dann irgendwie drückt und denkt, okay, boah, nee, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Und ich glaube, genau da ist es aber dann wichtig, dass man irgendwie reingeht und drüber spricht. Und ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt, aber ich würde es mir wünschen. Und so
ganz utopisch wäre natürlich irgendwie so Aufklärungsarbeit, die halt nicht nur in so einem Kreis stattfindet, sondern eben auch in Schulen irgendwie vielleicht wäre oder an Universitäten breiter. Ich weiß nicht, sowas wäre natürlich der Dream. Da würde ich auch nochmal das so berücksichtigen, was Hannah gerade gesagt hat, dieses in der Kindheit schon, dieses umarmen den, mach ein Foto mit dem. Und dann sind wir auch wieder bei der Frage, wo beginnt Gewalt und ist dann eben der Feminizid das Ende der Fahnenstange sozusagen. Du hast jetzt gerade so ein bisschen darüber gesprochen, was man im privaten Kontext machen kann, nämlich es einfach anzusprechen. Vielleicht können wir ja mal verschiedene Instanzen da nochmal durchgehen. Also gerade wurde ja auch schon einmal gesagt, dass wir selber, wenn wir so auf unseren Freundeskreis blicken, sagen, oh, wir haben eigentlich keine GewaltverbrecherInnen unter uns oder in unseren Reihen. Ne? Das ist ja total viel, also so eine Art, wie würdet ihr das nennen, Leugnung? Oder ist es jetzt schon zu weit vorgegriffen? Also wie kann man das denn ansprechen? Was, du hast gerade über Aufklärungsarbeit gesprochen, aber auch, was können die Medien dazu da tun? Das ist auch gerade eine Frage, die eine anonyme Zuschauerin gestellt hat. Wie können Medien präventiv agieren? Also ich glaube tatsächlich, es geht darum, dass wir viel mehr darüber sprechen. So, und eben, also natürlich auch aus unserer eigenen Bubble heraus, aber auch in unserer eigenen Bubble wird es ja nicht besprochen. Ja, so, also ich glaube, dass man überhaupt darüber reden kann. Also ich glaube, dass Menschen, die Gewalt erlebt haben, können es ja kaum erzählen, weil entweder wird ihnen nicht geglaubt oder sie sind das ewige Opfer. So, also auch das geht eigentlich nicht. TäterInnen gibt es nicht, gibt es irgendwie nicht auf dieser Welt. Darüber können wir auch nicht sprechen. Und ich glaube auch andererseits muss das ganz früh auch schon in der Erziehung eben, also wir wissen, zum Beispiel wissen wir, dass statistisch jedenfalls 2, 3, 4 Kinder in jeder Schulklasse sitzen werden, die Gewalt im sozialen Nahraum erleben, gar nicht sehr, also miterleben, ja, so. Also die eben erleben, dass in den meisten Fällen eben der Vater die Mutter schlägt oder, also und zwar, ich rede jetzt über physische Gewalt, ich rede nicht über den weiten Gewaltbegriff, sondern über physische Gewalt. Und das ist ja für die Kinder überhaupt nicht sprechbar. Ja, so, aber da schon, also in der Kita oder in der Schule zu sagen, das gibt es, dieses Phänomen, so, und hier, also Räume zu eröffnen, das sprechbar zu machen für diese Kinder, ohne dass sie sofort denken, jetzt kommen sie ins Heim. Ja, das ist ja irgendwie das, was deren Sorge ist. Und das, glaube ich, in allen gesellschaftlichen Zusammenhängen, ja, also dann in der Schule, in der Ausbildung, in der Uni, ja, kommt, also ich weiß das jetzt so relativ gut von der juristischen Ausbildung, da kommt es nicht vor, da wird es ausgespart, ja, so wie ja auch Rassismus nicht vorkommt, ja, so, also es gibt ja all diese Bereiche, die einfach nicht, über die einfach nicht gesprochen wird, ja, so, und ich glaube, wenn wir eine andere Gesellschaft wollen, dann brauchen wir das in den Medien, finde ich. Da ist einfach, da sind, also jetzt gerade im Fernsehen, also gerade wenn man jetzt über Spielfilme zum Beispiel nachdenkt, da sind die Narrative völlig falsch. Ja, so, ja. Also da haben wir die Frauen immer nur als schöne Leichen. Also da sieht auch jede Vergewaltigung noch ziemlich ästhetisch aus und auch jeder Frauenmord sieht noch irgendwie immer hübsch aus. Und gar, also, oder es ist so wahnsinnig brutal, dass man es auch gar nicht angucken kann. Also dieser Serienmörder, der eine Frau nach der anderen tötet. Und man das dann stundenlang angucken muss, statt, oder wenn wir über Vergewaltigung im Film, da gibt es eigentlich immer nur das Narrativ, wenn es mal darum geht, stimmt es eigentlich, kann ich das glauben oder nicht? Mhm. Ja, statt mal darüber nachzudenken, warum ist das so? Also dieses, das mal anders darzustellen. Ich glaube, das wäre hilfreich. Und also dann noch, also auch sonst, also ich kriege zum Beispiel, ich kriege, weiß ich nicht, 10 Anfragen in der Woche von Presse, die fragt, ob ich nicht ein Opfer für sie hätte. Ja, so. Ein Betroffenenbericht. Genau. Okay. Ja, so, ja. Also wirklich unglaublich viel. Und ich denke immer, also zum einen, also bin ich keine Vermittlerin dafür, aber auch diese Geschichten, die sind zwar vielleicht gut gemeint, ja, so, aber
Und dann sagen sie immer, ja, kann ja auch alles gepixelt werden etc. Ja, alles gut gemeint, aber das ist doch überhaupt gar keine gute Alternative für die betroffene Frau. Ja, dann irgendwie gepixelt mal kurz über das eigene Leid sprechen zu dürfen, statt irgendwie auch zu sagen, meine Geschichte ist aber weitergegangen und ich bin trotzdem auch noch ein ganz anderer Mensch und das ist nur ein Teil. Also so, ich glaube, auch darüber muss man nachdenken. Wie erzählt man denn eigentlich diese Geschichten und was macht das und wie können wir, und dann glaube ich, ein anderes Ding ist, wie können wir solidarisch sein? Ja, wie können wir eigentlich solidarisch sein mit Betroffenen und unsolidarisch mit Tätern? Ich glaube, das ist auch wichtig. Hanna? Das Sophia hat sich von mir gemeldet, vielleicht. Oh, es tut mir so leid. Sophia, möchtest du anfangen? Nee, lass gerne den Vortritt, weil ich wäre jetzt, glaube ich, an einem ganz anderen Punkt. Deswegen okay. Gerne. Okay, weil erstens finde ich interessant, weil wir kriegen inzwischen auch so Nachfragen nach. Ich suche nach Fällen, könnt ihr mir mal schicken. Genau, ganz wichtig, was die Medien angeht, habe ich auch in meinen Forschungen dann gesehen, es gibt den sogenannten Copycat-Effekt, also Nachahmungseffekt. Der wurde in anderen Kontexten, irgendwie Argentinien, Spanien war dabei, Indien, Pakistan, glaube ich, wo gesehen wurde, dass geschlechtsbezogene Gewalt, wenn sie medial dargestellt wird, Nachahmungstaten bewirkt. Und ich muss sagen, also ich nenne es dann Sensationalismus, in den drei Zeitungen, die ich analysiert habe, wir sehen das auch bei uns im Projekt, es gibt wahnsinnig detaillierte Beschreibungen vom Tathergang und den Tatwaffen in Deutschland. Also, kurze Triggerwarnung, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber du bekommst wirklich geboten, du weißt, wie lang das Messer war, wie lang die Klinge war, welche Marke die Waffe war, wie tief die Wunden waren, welche genauen Verletzungen, welche Körperteile basiert sind. Also es ist total abstrus, aber eben auch gefährlich. Also ich kann jetzt nicht, ich habe keine Forschung dazu gemacht, ob es wirklich Nachahmungstaten auch im deutschen Kontext gab, aber basierend auf den ganzen Forschungen, die es gibt, müssen wir davon ausgehen, dass es auch hier passieren kann. Und deswegen die Zeitungen müssen aufhören, quasi Gebrauchsanleitungen für Feminizide zu publizieren und am besten noch, also vor allem die Bild, zu zeigen, welche Marken von welchen Messern, welchen Werkzeugen im Endeffekt, ich will es gar nicht so sagen, aber so effektiv zum Ziel führen. Also das ist auf jeden Fall was die Medien in Deutschland echt mal aufhören müssen. Das geht nicht mehr. Aber ja, tatsächlich nicht nur die Medien. Also vielleicht, liebe ZuschauerInnen, man kann sich da ja selber und sein Konsumverhalten und Fernsehen und so weiter hinterfragen, ne? Wie viele Netflix-Serien Gewalt reproduzieren, aber auch stereotype Darstellungen zum Beispiel in Kinderbüchern oder so weiter. Genau. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber ich poche da, glaube ich, so ein bisschen drauf. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was falsch gemacht wird in verschiedenen Kontexten. Aber was machen wir? Schreiben wir Bücher um oder drehen wir Serien neu oder sammeln wir alle betroffenen Berichte nochmal auf und geben diesen Menschen den Raum? Was schlagt ihr da vor? Wo setzen wir an? An Beratungssystemen oder an... Also ich sage jetzt einfach mal was. Mal jetzt gar nicht so von der akuten Seite, was man sofort machen kann, um irgendwie was Schaden zu begrenzen oder so, sondern vielleicht langfristig, dass man eben sich schon Rollenverständnisse und Geschlechter anguckt und sich überlegt, wie werde ich meine Kinder erziehen oder wie, keine Ahnung, bringe ich mich anders ein? Ich meine, klar, man kann Sozialisierung ist nicht bloß das Elternhaus, und sondern eben die Gesamtgesellschaft so, aber ich glaube, man kann da schon gegenarbeiten. Ich glaube, Mitu Sanyal hat ganz schön so in ihrem Buch Vergewaltigung heißt es, über Empathie geschrieben und dass solche Taten ja auch einfach wahnsinnig unempathisch sind und dass zum Beispiel, glaube ich, schon wichtig wäre, Gesellschaften, also dass man Jungs oder ja, Männern beibringt, dass sie sich gegenüber selbst empathisch sein dürfen, als Kind schon, und es natürlich im langfristig dann sich natürlich auch auf sein Umfeld dann irgendwie auswirken wird, und dass ich glaube schon, dass das schon was ändern könnte. Sie hat es, glaube ich, auch sogar sehr gut nachgewiesen mit Tatzahlen. Das war ganz spannend. Kann ich empfehlen, das Buch.
Also du sagst, vielleicht könnte man diesen Copycat-Effekt vielleicht sogar umdrehen, wenn man mit positivem Beispiel vorangehen würde und das mal einfach anders darstellen würde. Christina, du wolltest was sagen? Ja, ich würde gerne, also ich hänge immer so daran, dass ich denke, wenn jetzt, also ich bin ja so eine alte Aktivistin, ehrlich gesagt, also wenn jetzt alle endlich mal auf die Straße gehen würden, ja, so, also wenn wir mal wütend würden darüber, was hier eigentlich los ist, so. Also ich glaube, dass auch Wut helfen würde, dass eben Solidarität helfen würde. Ich bin, also es ist ja auch, also auch wirklich erstaunlich, wie, ja, auf welcher Ebene das eigentlich in Deutschland diskutiert wird. Es gibt ja in anderen Ländern, auch in Mexiko oder in Chile, es gibt ja ganz große Bewegungen dazu und die werden auf die Straße getragen und das ist ganz großartig, oder auch in Spanien, viel, also alles viel größer. Ich weiß immer nicht genau, warum das in Deutschland nicht in Gang kommt, so, warum das eigentlich ja mehr oder weniger in so einem akademischen Kreis diskutiert wird und warum das so wenig Aktivisten, also es gibt natürlich Aktivistinnen und so, aber es ist noch lange nicht in dem, in so einer Größe, ja, so, und das, ich weiß gar nicht, habt ihr dazu Ideen, zum Beispiel, warum das in Deutschland so ist, so, warum das so verhalten eigentlich ist, da daraus eine echte Bewegung zu machen und auch, also auch Dinge wie Frauenstreik oder so, das kommt ja alles in Deutschland wirklich langsam an und wir reden dann, also das Größte ist mal, also jetzt blöd gesagt, eine Gesetzesänderung mal zu fordern, ja, statt irgendwie zu sagen, das reicht uns nicht, wir wollen echt die, also der diesen Spruch, wir wollen nicht, weiß ich nicht, wir wollen nicht ein Stück von der Torte, wir wollen die Bäckerei, ja, also wirklich mal zu sagen, wir müssen Bäcker sein. Was verändern, und also das würde mich auch interessieren, warum, also ob ihr Ideen habt, warum das in Deutschland so wenig ist eigentlich. Herr Leider? Ich hatte genau diese Frage, als ich in Deutschland gewohnt habe und habe mir bemerkt, dass, okay, ich kenne diese Leute, die umgebracht werden, und die Leute nennen es, die sind Crimes nicht als solche, also um und warum, es gibt nicht eine große Bewegung, als zum Beispiel in Mexiko. Und ich dachte erst, dass vielleicht die Stadt nicht den Phänomen kannte, aber eigentlich Deutschland kennt den Phänomen, weil die schon lange Jahre her anderen Länder, zum Beispiel Mexiko und anderen Lateinamerika, helfen, um diesen Gewalt zu beenden. So, es gibt Leute, die in Deutschland schon darüber wissen, aber generell, ich glaube, die Leute, die wissen noch nicht, dass Feminizid ist die Tötung von einer Frau, weil vielleicht denken, dass Feminizid, es ist was, das passiert in Mexiko, das passiert in Türkei, in der Türkei oder etwas anderes, aber nicht in Deutschland. So, deswegen glaube ich, eine der Maßnahmen ist es, sichtbar die Sensibilisation machen, wie du gesagt hast, Christina, darüber zu sprechen, zu erklären, dass dieses Phänomen ist ein komplexes Phänomen und das heißt, das passiert auch in Deutschland, und zum Beispiel auch mit unseren Freunden, die nicht in das Thema von Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt beschäftigt sind, weil zum Beispiel ich kenne viele Leute, die vergewaltigt sind, und ich habe echt mit diesem Freund gesprochen. Du kannst am Ende auch am Ende ermordet werden. So mit diesen, Sätzen, man muss auch die anderen bewegen, weil es ist wie, das kann passieren alle. Also es ist nicht nur bestimmte Frauen, sondern es kann auch, wenn man von einem Party oder so zurück nach Hause kommt oder so. Und andere Maßnahmen wäre auch, ich glaube, dass man muss die Maßnahmen von verschiedenen Orten herauszufinden. Zum Beispiel, wenn du eine Anwaltin bist, dann ist es vielleicht deine stärkere Zone oder so. Aber wenn ich mit den Medien arbeite oder so, oder ein Influencer bin oder so,
oder Forscherinnen, das ist, was ich mache zum Beispiel, oder auch die Information. Wir brauchen auch Information. Wir denken, dass, dass diese wie sagt man, Maßnahme nicht funktioniert, aber vielleicht doch, die funktionieren. Aber es gibt etwas Kleines dort, das wir müssen ändern und deswegen wir brauchen auch die Dokumentation. Und es gibt zum Beispiel in Berlin eine Aktivistin, die vielleicht Hanna darüber reden kann, wie das zum Beispiel machen, um dem Phänomen sichtbar zu machen. Sorry, ja. Ich würde dich gar nicht unterbrechen oder so. Genau, also erstmal zu denen. Wir sehen, dass jetzt immer mehr so Initiativen sich zusammentun. Also in Berlin gibt es das Berliner Netzwerk gegen Feminizide, das aus verschiedenen aktivistischen Gruppen sich zusammengeschlossen hat. Und ich finde es total cool, was die machen, weil im Endeffekt ist genau das, es gibt ganz verschiedene Untergruppen da drin und es gibt auch Arbeitsgruppen, die sich eben dezidiert mit Betroffenen auseinandersetzt, mit den Kontakt sucht, mit Familienangehörigen und so weiter. Das heißt, es ist genau das, weil im Endeffekt, wir sehen, es gibt wahnsinnig viele Bereiche, in denen man was machen kann, aber ich glaube, jede Person muss sich fragen, was kann ich tun, wie viel Zeit und Kapazitäten habe ich, das ist sehr viel Mental Workload, muss man sagen, und sehr viel emotional, ja, emotional drain, ich weiß gar nicht. Deswegen überlegt euch, was könnt ihr machen, was macht ihr gern, wo seid ihr gut, wie könnt ihr den anderen im Endeffekt helfen. Das ist genau das. Man kann super gut im privaten Umfeld anfangen. Ich habe irgendwann angefangen, meinen Eltern jedes Mal zu erzählen, wenn ich Gewalt erlebt habe. Das war gar nicht so einfach, gerade meinem Vater gegenüber, aber auch meine Mutter dann fällt immer aus allen Wolken. Ich habe auch nicht jede Art von Gewalt, also wenn es zu heftig war, habe ich es auch nicht erzählt, aber um einfach anfangen zu sensibilisieren, hey, das passiert mir und ich bin deine Tochter und das passiert mir jede Woche zum Beispiel, dieses Catcalling. Und ich fange jetzt auch so langsam an, dass ich habe nicht viele männliche Personen in meinem Umfeld, das kommt vielleicht so ein bisschen mit den Themen, aber dass ich die immer wieder anspreche und sage so, hey, it's your job, es ist so, du musst mit deinen Peers sprechen, weil ich komme da nicht so gut ran wie du. Also wir brauchen im Endeffekt auch Männer an Bord, die diese Arbeit mitmachen, weil wir können nicht alles alleine machen. Deswegen habe ich dich jetzt unterbrochen, haben wir auch nochmal so eine Frage. Wie wichtig findet ihr, dass Männer am Diskurs teilnehmen? In Angesicht einer reinen Frauenrunde scheint mir auch ein Problem, dass Männer sich gar nicht erst mit dem Phänomen beschäftigen. Also ja, genau das. Das ist immer dieses, also was man zum Beispiel auch sagen kann, habe ich gemerkt, wenn Männer so sagen, aber ich weiß du nicht, sag jedes Mal, wenn du ein Opfer kennst, kennst du einen Täter. Und dann kommen manchmal so, ja stimmt, da hat mir mal jemand was erzählt und der hat auch mal nicht gut reagiert. Ich sage, okay, was hast du getan? Was machst du in diesen Situationen? Und dann, wenn sie vielleicht nicht wissen, wie sie reagieren sollen, gib irgendwelche Tipps an die Hand und sagen, das wäre ganz gut, du kannst gerne meine Beispiele benutzen. Und ich muss auch sagen, ich finde gerade für jüngere Frauen gibt es gerade echt coole Version. Ich finde, was Sophia macht, total toll. Ich habe folgt jetzt auch. Folgt gerade Sophia Seiler. Ja, und das ist einfach, ich muss auch echt sagen, ich meine, du machst wahrscheinlich auch unbezahlt. Da geht so viel emotionale, unbezahlte Arbeit rein von feministischen AktivistInnen zurzeit. Und das finde ich wahnsinnig toll, aber es ist auch sehr schwer. Und da erwarte ich mir auch, dass irgendwann mal von Stakeholdern ein bisschen Geld drüber wächst. Weil das kann nicht sein. Ich finde, alles, was von unten gemacht werden kann, ist super, aber es kann nicht alles sein. Es muss von oben auch was kommen. Und deswegen brauchen wir eben Allianzen. Das sieht man auch im Endeffekt, was man in Mexiko gesehen hat. Irgendwie, es waren am Anfang die Mütter der getöteten Frauen, die auf die Straße gegangen sind und unerbittlich für Gerechtigkeit gekämpft haben. Da wurden teilweise Mütter auch dann noch umgebracht. Also es ist Wahnsinn. Die haben Allianzen gesucht, transnational, mit irgendwie Wissenschaftlern etc. Deswegen, wir brauchen auch in Deutschland auch so Allianzen zwischen Aktivismus von unten, Justiz, Politik, Wissenschaft. Aber ich glaube eben, das Problem ist oft in Deutschland, dass wir doch eher individualistischer sind als andere Länder und dass wir auch, ich kann so verstehen, wenn bestimmte AktivistInnen nicht mit anderen zusammenarbeiten wollen, weil die halt dann super rassistisch sind oder irgendwelche anderen Ismen irgendwie reproduzieren. Das ist super schwierig. Deswegen finde ich es so schön, dass wieder das Berliner Netzwerk auch einen klar dekolonialen, intersektionalen, antidiskriminierenden Ansatz hat. Aber
Ja, deswegen, ich finde es immer schwierig, wenn dann so sehr viel Workload auch auf bestimmten Frauen am Ende oder Feministinnen sitzt, die dann nochmal von anderen Diskriminierungsformen betroffen sind. Deswegen, wir müssen da alle in die eigene Nase fassen und uns weiterbilden. Vielleicht können wir den Namen dieses Netzwerks nochmal im Chat benennen für die Menschen, die daran interessiert sind. Genau, aber wir haben jetzt gerade total viel darüber gesprochen, was wir so im privaten Kontext machen können, aber auch über Aufklärungsarbeit, mediales Framing. Wir haben über Serien gesprochen und Filme. Hier nochmal einmal eine kleine Nachfrage zu, weil ich die auf jeden Fall nicht übergehen möchte aus dem Chat. Wie problematisch sind auch True-Crime-Formate in der Hinsicht, Femizide als Abendunterhaltung abzutun? Oder könnte True-Crime helfen, darüber zu sprechen, wenn die Formate umgedacht werden würden? Ich kann einmal... Achso. Sophia, sag ich. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass so, ja, okay, also ich meine... Diese True-Crime-Formate sind natürlich immer ein Spektakel und halt irgendwie inszeniert, dass es irgendwie Spaß macht am Ende zum Zuhören. Und ich glaube, das ist natürlich schon ein Problem. Aber man kann es, wenn man jetzt denkt, kann man das Format so umdenken, würde es halt das Format zerstören im Endeffekt. Das ist, glaube ich, Sinn macht. Aber ich glaube, wir haben bei den True-Crime-Formaten genau das gleiche Problem, das wir bei den Serien auch haben. Das ist ja auch mal so ein Stück weit... entertaining, inszeniert und dadurch ja auch immer ein bisschen so romantisiert irgendwie. Also man hat halt diesen komischen Gaze, wie man drauf guckt. Ich weiß nicht. Also ich finde die auf jeden Fall sehr problematisch. Also ich kann da einmal nur empfehlen, Margarete Stokowski hat neulich eine super Kolumne dazu geschrieben, zu True Crime. Und ich bin aber selbst ein bisschen zwiespältig, weil ich glaube eigentlich, man kann es erzählen. So, ich glaube, man kann True Crime erzählen, aber man muss es eben anders erzählen. Und nicht in dem Format, dass, und dann ist es wahrscheinlich eben nicht das, was sofort 100.000 Followerinnen nach sich zieht. Aber ich glaube, dass man, also das ist ja eigentlich das, wofür ich auch rede, ist eigentlich diese Geschichten zu erzählen. Und das ist ja dann True Crime. Also so, deswegen, ich denke schon, man muss es erzählen, aber nicht auf dieser... auf dieser voyeuristischen, spektakulären Ebene. Also man muss es nicht inszenieren und nochmal irgendwie nachträglich so glorifizieren oder, ne, also in so Serien wird das ja auch oft irgendwie dann als sexy oder geheimnisvoll und gefährlich dargestellt. Genau, wir haben, wie gesagt, jetzt über ganz viel gesprochen im medialen Rahmen, aber jetzt nochmal einmal zu der Frage, was macht denn, was passiert denn nochmal von staatlicher Seite? Wir haben jetzt gerade schon oder im Vorhinein über die Probleme bei Berichterstattungen gesprochen, aber was macht denn Deutschland, um den Hass und die Gewalt und den Mord oder Femizid an Frauen einzudämmen? Wisst ihr das? Ja, ich sehe schon. Genau, bei meiner Recherche sah die Antwort auch ähnlich aus, tatsächlich, auf diese Frage. Es wurde manchmal mit Beratungsstellen argumentiert, Christine. Genau, also die machen natürlich, es gibt immer wieder Hilfsprogramme, es gibt, also ich meine, also da kann man wahnsinnig, da können wir, glaube ich, nochmal 3 Stunden drüber reden, was sie alles nicht machen und was sie dann doch machen und ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich glaube, ein Problem ist zum Beispiel, dass wir ein Bundesministerium haben, das unter ferner Liefen auch Frauen behandelt, Familie, Frauen, Senioren, glaube ich auch nur, und Jugend, so dass man überhaupt sowieso nicht weiß, warum Gewalt gegen Frauen ein Teil fürs Frauenministerium sein soll. Eigentlich ist es natürlich was Ressortübergreifendes. So, das wäre gut angesiedelt an einem neu zu kreierenden Männerministerium vielleicht, weil das ja ein Männerproblem ist. Und da könnte man das hingeben. Und sonst ist es natürlich eigentlich eine Angelegenheit des Inneren, Gesundheit, Arbeit, also alles, alle diese Bereiche braucht man, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern. Wenn man das immer nur sieht als, das ist so was, also so eine kleine, also Wohltat, die man gewaltbetroffenen Frauen auch noch gibt und gar nicht sieht, dass die Gesellschaft ein Problem hat, wenn es diese Gewalt gibt. Also ich glaube, das müsste man eben vollkommen anders sehen. Es ist ja auch, also
ich habe zum Beispiel neulich mal diskutiert darüber, es gibt ja diesen unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung gegen sexuellen Missbrauch. Sehr gute Institution. Jemand, der drüber guckt, ja, der nicht einem Ressort angegliedert ist, einen großen Stab hat und auch Geld, macht gute Sachen. Das gibt es bei Gewalt gegen Frauen nicht. Ja, so, warum gibt es das eigentlich nicht? So eine eigene Institution, die sich da kümmert. Und also ich glaube, das wäre was, das könnte man schaffen, das kann man auch mal fordern von der Politik. Und ich meine, natürlich, was ist das ein Zeichen, dass wir das auch die Bundesfamilien- und Frauenministerin irgendwie besser in den Berliner Wahlkampf geht, als sich irgendwie um die Sachen zu kümmern, die eigentlich angesagt sind. Und wir jetzt dieses Ministerium weiter mitverwaltet bekommen von der Justizministerin. Also da sieht man, finde ich, schon, welchen Stellenwert das Ganze hat. Also wenig, um deine Frage zu beantworten, was wird eigentlich getan? Möchte noch jemand auf die Frage eingehen? Anna. Mir ist auch gerade spontan eingefallen, dass wir auch gucken müssen, aus welchen Beweggründen bestimmte Sachen gemacht werden von der Politik. Weil wenn wir das Nein-heißt-Nein-Gesetz sehen, war das ganz klar aufgrund von rassistischen Ressentiments. Also es gab eine Masterarbeit an meinem Institut und der konnte wirklich diese ganzen Debatten auswerten, haben sie ihm Alex geschickt und er hat beweisen können, dass dieses Gesetz mit rassistischem Unterton verabschiedet wurde. Und da müssen wir halt aufpassen, wie das jetzt weitergeht, weil wir eben wissen, dass in Deutschland leider immer noch diese Annahme über ist, okay, die Deutschen bringen doch nicht um und es sind die anderen, die unsere Frauen umbringen, kommt dann ja noch am besten. Deswegen müssen wir da wirklich aufpassen, weil auch wenn wir uns die Bundestagsdebatten angucken, dann was die nicht nur die AfD raushaut, ist, da kommen auch andere konservative Parteien, die da einen Blick drauf haben, der ist sehr, sehr gefährlich. Deswegen müssen wir auch wirklich darauf achten, welche Narrative da gewinnen am Schluss. Ja, um das zu verstehen, wäre wahrscheinlich auch auf jeden Fall nochmal eine Diskussion von Rassismus und Klassismus im Zusammenhang mit Feminiziden und aber auch allgemeine Gewaltstrukturen super sinnvoll. Jetzt haben wir hier so ein kleines Zeitproblem. Auf jeden Fall. Aber ich habe auf jeden Fall noch mal so eine Frage an euch oder vielmehr eine Bitte. Wenn ich euch frage, ich würde euch gerne darum bitten, diesen Satz zu beenden. Ich halte den Kampf gegen Gewalt an Frauen lebendig, indem ich möchte dir überlegen. Kannst du die Frage wiederholen? Ja, natürlich. Also wir haben ja gerade ganz viel darüber gesprochen, was man machen kann und was alles nicht von staatlicher Seite passiert. Und Christine hat ja schon einmal gesagt, dass wir eigentlich auf die Straße gehen müssten irgendwie. Und Sophia hat gesagt, wir müssten es eigentlich verständlich machen, so ganz allgemein. Meine Bitte ist, beendet doch den Satz, ich halte den Kampf gegen Gewalt an Frauen lebendig, indem ich. Und ich bitte euch, diesen Satz zu beenden. Okay, ich fange jetzt einfach an. Sehr gut. Ich würde sagen, indem ich mir dabei manchmal vorkomme wie ein Zieh auf Männchen, weil ich so oft das Gleiche sage und immer wieder wirklich darüber spreche und mir denke, jetzt interessiert es niemanden mehr. Ich habe es schon 5-mal gesagt, aber es ist nicht so. Man muss sich immer wieder wiederholen und wahrscheinlich bleibt es für immer und ewig so. Hoffentlich nicht. Ja. Vielleicht bleiben wir noch mal einmal bei deiner Aussage von gerade, Sophia. Hanna hat ja auch gerade zum Beispiel schon gesagt, dass es emotional total ausschöpfend sein kann. Du arbeitest da in der Aufklärungsarbeit, du hast einen Instagram-Account und sagst, du fühlst dich wie ein Zeh auf Männchen. Hast du denn da eine Art Positivbewegung schon gemerkt oder so? Also dass da schon irgendwie mehr kommt? Oder würdest du sagen, es ist immer die gleiche? Also ich glaube, man konnte schon so auf Social Media so wie so einen Wandel beobachten, glaube ich, in den letzten Jahren, dass auf jeden Fall sehr viel mehr geworden ist, dass Leute irgendwie drüber sprechen und auch Leute verstehen, was Catcalling überhaupt ist und so. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch nicht so.
Persönlich kann ich da natürlich immer nur auf meine individuelle Erfahrung irgendwie zurückgreifen. Also ich sehe, was meine Stiefmutter zum Beispiel, die irgendwie noch nie Berührungspunkte mit irgendwelchen feministischen Auseinandersetzungen hatte, dass sie irgendwie auf mich zukommt und sagt, Sophia, mir ist aufgefallen, das und das ist mir im Job auch schon mal passiert. Und ihr fällt es jetzt erst auf, überhaupt, also seitdem sie überhaupt weiß, dass es existiert. Also das ist ja dann auch immer noch sowas, dass man irgendwie solche Sachen gar nicht wahrnimmt, weil man solche, weil man Sexismus zum Beispiel gar nicht erkennt, weil man nie gelernt hat, was es eigentlich ist. So. Ja. Also das ist jetzt so eine individuelle Story, die mir passiert ist, aber die für mich halt sehr schön war zu erfahren, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, wenn sich jemand mit meinen Inhalten auseinandersetzt, dann bringt es irgendwas. Sehr schön, ja. Genau, aber das ist ja auch das, was Hannah gerade schon angedeutet hat, dieses, ich mache meinen Eltern bewusst, dass mir das passiert, ich spreche es aus, ne? Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass andere Leute diese Strukturen erkennen oder sich darin wiederfinden. Okay, alles klar, ich danke dir. Leila, möchtest du vielleicht weitermachen mit dem Satz? Nein? Na gut, dann gebe ich einfach weiter an Hannah. Ich halte den Kampf gegen Gewalt an Frauen lebendig, indem ich nicht aufhöre, eine angry feminist zu sein. Nein, das ist wirklich, indem ich versuche, diese ganzen Emotionen, diesen ganzen Overload einfach in was Produktives reinzumachen. Also richtig schön, neoliberal und was Produktives reinzumachen. Nein, aber indem ich, indem wir einfach weitermachen und indem wir miteinander sprechen, uns austauschen, uns gegenseitig unterstützen. Also ich finde, es gibt nichts Stärkeres als feministische Unterstützung zwischen Menschen. Also dieses, das sehen wir auch jetzt immer mehr im Projekt. Da haben wir auch zum Glück ein paar neue Leute, die sich da sehr stark drum kümmern, so emotionalen Halt, und wir diskutieren über Sachen, wir teilen das. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind 15 Leute und wir haben uns noch nie alle zusammen gesehen. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen, wir kennen uns nur über Zoom-Calls. Aber wir teilen teilweise schon Sachen miteinander, die sind so intim, und wir brauchen diesen Zusammenhalt, diesen feministischen. Und den kann man im Kleinen suchen, den kann man im Großen suchen, und da kann man ganz viel draus lernen. Okay. Also nochmal einmal zu dem, was du gesagt hast, um dem nochmal einen Raum zu geben, sagst du, dass dieser Austausch also praktisch Selbsthilfe sein kann, dass ihr also explizit Erfahrungen austauscht und dadurch, okay, wachsen könnt. Okay. Ich kann da gerne anschließen. Ja, ich kann jetzt gar nicht so einen schönen Satz formulieren, aber ich finde es super, was du gesagt hast. Und würde noch dem zusetzen, also nicht den Mut zu verlieren und gleichzeitig auch zu sehen, dass das auch Spaß macht. Ja, so. Also das ist auch nicht nur, es ist nicht alles ein Jammertal, sondern irgendwie, wenn wir das gemeinsam machen, so, und auch solche Runden wie jetzt gerade eben, ja, das ist ja auch total, also ich meine, es ist wichtig, es ist richtig und es macht eben auch Spaß miteinander. Und ich glaube, jetzt kriegen wir einen neuen Hintergrund. Das auch immer wieder zu sehen, ja, nicht zu denken, oh, wir sind jetzt hier alle irgendwie die verbitterten, stets traurigen, ängstlichen, völlig, also das ist alles nur ein Jammerteil, ja, also ganz viele, die mit mir sprechen, sagen, oh, ich habe gedacht, jetzt muss ich hier ganz ernst sein, immer nur und alles so schwierig und so. Und dass es ganz genau nicht so ist, sondern dass dieser gemeinsame Kampf auch wirklich auch Spaß macht und weil wir ja echt auf dem richtigen, also weil wir auf der richtigen Seite sind, ja, und weil es einfach endlich notwendig ist und genau. Und ich glaube, also habe ich vorhin schon mal gesagt, ich glaube, die Solidarität untereinander, also solidarisch miteinander zu sein, empathisch miteinander zu sein, ich glaube, dass das ist das, was wir brauchen und was ich nur sagen kann, für mich ist es das, warum ich immer weitermache und es auch gut finde, ja, und eben nicht verbittert bin, sondern weil es eben auch Spaß macht. Und ich will übrigens unbedingt deine Magisterarbeit lesen, Hannah. Ich auch. Schick mal den Link in die Gruppe. Ja,
Auch dazu habe ich noch eine kleine weiterführende Frage. Du hast gesagt, Empathie, Solidarität ist super wichtig. Was würdest du da nochmal einmal abschließend sagen? Wo kann man das lernen? Wie kann man das machen? Ich glaube, dass wir, also ich glaube ja, dass das auch ein Teil unserer Gesellschaft ist, dass wir eigentlich zu nicht solidarisch sein erzogen werden, so dass es irgendwie einen Konkurrenzkampf gibt, auch diese komischen Bilder von, wenn Frauen miteinander arbeiten, dann ist das irgendwie so ein Zickenkrieg oder was auch immer. Ja, was für ein Quatsch. Ja, was für ein Quatsch. Ich kenne keine so guten Arbeitszusammenhänge wie die Zusammenhänge ohne Cis-Männer. Ja, so, also das müssen jetzt, also so, dass diese Bilder, die es da immer gibt, ich glaube, das ist Quatsch. Und solidarisch zu sein, ist nichts, was irgendwie was besonders schwer ist zu erlernen. Man muss hingucken, wir müssen, glaube ich, alle es auch ertragen, hinzugucken, auch unsere eigenen Fehler zu sehen, unsere Rassismen zu sehen, unsere Sexismen zu sehen, unsere Klassismen zu sehen, all das. Und dann aber solidarisch damit umgehen und lernen. Ja, ich glaube, wir müssen auch die ganze Zeit immer weiter lernen und dann, dann bin ich eigentlich zuversichtlich. Ja. Lernen, lesen, sprechen, auf die Straße gehen. Leda, möchtest du? Ja, und ich ergänze eine Idee, das ist auch mit den anderen zu reden. Also die anderen, die nicht ähnlich zu uns sind, weil wir können auch von anderen lernen, also nicht nur in Deutschland, aber auch von anderen Ländern, andere Aktivistinnen und so. Zum Beispiel, wir hatten eine gute Erfahrung letztes Jahr, wo wir haben mit verschiedenen Projekten, die auch die Dokumentation machen weltweit, und es war total energizing, sagt man. Und man lernt viele Sachen und man muss nicht so naiv zu sein, zu denken, naja, das geht nur für, keine Ahnung, Argentinien oder Mexiko, aber Deutschland, wir sind besonders und deswegen, wir können nichts von ihnen lernen. So, wir müssen wissen, Gespräche und Austausch zu haben, und das ist ganz wichtig, glaube ich. Ja. Du sagst also, dass es wichtig ist, irgendwie auch nochmal über den Tellerrand zu blicken und international sich auszutauschen. Genau, ja, diese Veranstaltung war tatsächlich oder ist, glaube ich, als so eine Art Einführungsveranstaltung, Gesprächsrunde zu sehen. Wir sind überhaupt nicht über Deutschland hinausgekommen, das tut mir auch total leid, aber ich bete und hoffe, dass wir definitiv irgendwann nochmal die Chance haben, über sowas zu sprechen und dann auch auf jeden Fall globaler. Ja. Ich habe noch eine Nachricht aus dem Chat, da steht, ich möchte euch allen ganz doll für den Vortrag danken. Muss jetzt leider weiter. ich möchte euch auch danken. Es war wunderbar, eure ganzen Perspektiven zu hören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Ja. Vielen Dank auch dir für die super Moderation. Dankeschön. Und ich hoffe, wir bleiben irgendwie in Austausch. Ja. Danke euch allen und danke für die Einladung. Danke für die Moderation. Das war sehr schön. Vielleicht machst du ja bald nochmal so eine Art Vorlesung oder Leseveranstaltung. Ich kann wirklich nur Schleichwerbung. Danke. Christina Klemm hat ein Buch geschrieben. Wie kann ich es nach Finnland kriegen? Ja. Mein Buch ist auch bei der Zentrale für, wie heißt das? Bundeszentrale für politische Bildung erschienen. Da kann man, es ist nicht nur so im Buchhandel, sondern es ist auch da ist es viel preiswerter. Nicht so hübsch, aber. Es hat so einen schönen Einband. Aber genau, nochmal für euch, liebe ZuschauerInnen, wir haben es ja hier heute mit ganz vielen Menschen zu tun gehabt, die aktivistisch, aber auch wissenschaftlich arbeiten. Nochmal einfach komprimiert, Sophia Seiler hat einen Instagram-Account. Sophia, sag nochmal einmal, wie der heißt. Millennial. Vielleicht können wir den nochmal einmal in den Chat posten. Hannah Weg und Elayda haben eine Website und forschen zu Feminiziden. Und dokumentieren das qualitativ, aber auch quantitativ. Vielleicht können wir das auch nochmal in den Chat posten, wenn euch das genehm ist, natürlich. Und genau, Christina Klemm hat ein Buch geschrieben.
Alles klar. Ich danke euch. Ich danke euch auch für die Fragen, die ihr gestellt habt und für eure Aufmerksamkeit bezüglich dieses sehr wichtigen Themas. Ciao!